Hallihallo, wieder Misa Prascha zu einer neuen Folge Schlemmen mit Przemek. Heute was aus der Reihe einfach, aber lecker. Und wir machen heute Flammkuchen nach meiner Art mit Lachs. Lachs und Parmesan, genau. Und wir fangen an und machen uns einen Teig. Klar, man kann den Teig auch kaufen, ja, gibt es im Laden auch. Aber ich zeige euch mal, wie einfach das eigentlich ist. Ja. Der Flammkuchenteig besteht eigentlich aus Mehl, Wasser, Olivenöl und ein bisschen Salz. Genau. Und das ist eigentlich auch ganz einfach. Mehl in die Schüssel reingeben. Dann eine Prise Salz. Also für wie viel Mehl? Jetzt bin ich erschrocken, wie viel Mehl. Da kam eine Stimme aus dem Hintergrund. Ja, Mehl, das kommt ein Rezept nachher unten im Video, aber 250 Gramm Mehl. Dann bitte immer ein lauwarmes Wasser nehmen, so ungefähr, was habe ich reingeschrieben, 140 Milliliter, glaube ich. Einfach dazugeben, lauwarm, dass sich der Klebeeiweiß löst in dem Mehl, dass es einen schönen Teig gibt. Und dann zwei Esslöffel Olivenöl rein. Wunderbar. Und dann legen wir den Öl nur auf die Seite, das brauchen wir nachher für den Lachs. So, ihr kennt das ja, Hände ist das Werkzeug eines Kochs. Einfach reingehen, natürlich vorher waschen. Wenn man Gäste hat, die man nicht leiden kann, einfach nicht waschen. Ja? Und dann einfach den Teig kneten. Ja? Das geht ziemlich einfach, der muss nicht, irgendwie, da ist ja keine Hefe drin, der muss nicht gehen. Das muss ich einfach nur jetzt alles miteinander verbinden. Ja. Einfach alles von der Schüssel runterkratzen, so dass der Teig eine schöne elastische Form bekommt. Ja. Da bleibt noch ein bisschen an den Fingern kleben, das runter. So. So, wunderbar. Guck mal, das löst sich jetzt alles von der Schüssel. Da sieht man ja schon, wie weich und zart er ist. Ja? Und das legen wir uns einfach nochmal für 5-6 Minuten auf die Seite. Einfach so, wie es ist, so dass sich der Klebeeiweiß löst. Und dann bearbeiten wir es. So, ich wasche jetzt die Hände und dann zeige ich euch, wie ich meinen Belag mache. Weiter geht's mit dem Belag. Für den Belag brauche ich Schmand. Wenn das jetzt das Schmand auf dem Teig aufgetragen ist, da wollen wir da oben was drauf machen. So, ich mache heute einen Lachs mit Lauchzwiebel, paar Tomaten, Zwiebel und Champignons. So, jetzt fangen wir an und mit dem Lachs, den mal auf die Seite, einfach dünne Scheiben schneiden. Die müssen nicht ganz dünn sein, weil es kommt ja noch auf den Belag drauf. So, einmal, zweimal. So, frischen rohen Lachs. Kauft am besten irgendwo im Fischladen oder so. Oder bei jemandem, den ihr kennt. Dann mache ich da ein bisschen Zitronensaft rein, so eine Spritze. Und ich habe hier Pfeffer, geschrottenen Pfeffer. Das mache ich auch, so ein Esslöffel drauf. Dann kommt Salz drauf. Noch. Und so einen halben Esslöffel Olivenöl. So. Und das Ganze einfach hier vermengen. Und das kommt dann auf den Belag drauf. Und dann bereiten wir uns die Tomaten vor, die dann in Scheiben schneiden oder in Viertel. Oder ihr dürft dann machen, was ihr wollt oder wie ihr das wollt. So, zack, zack, zack. Zack, zack, zack. So, Zwiebeln halbieren. Die versucht ihr halt so dünn wie möglich zu schneiden. Der Teig ist ja dann
quasi 12 Minuten im Backofen, also keine Bremsklötze draus machen, ja, sondern wirklich versuchen, es dünn zu schneiden. Wenn es nicht so geht wie bei mir, dann vielleicht auch ein bisschen langsamer. Dann schneidet man sie auch nicht in die Finger. So. Und das gleiche mit den Champignons. Ganz dünn versuchen zu schneiden, dass sie auch gar sind dann, wenn sie im Backofen drin sind. So, dann kann man auch drehen. Wenn es einfacher ist, dann so, 4 Stück. So, das kommt da, die Schale wieder zurück. So, und dann noch ein paar Frühlingszwiebeln. Die waschen vorher natürlich, ja. Dann kann man das hier oben und unten abschneiden. Einmal in die Mitte halbieren. Und dann schöne, dünne Scheibchen auch runter schneiden. So, und das wäre schon an Vorbereitung getan. Also ihr seht ja heute nicht viel. Ja, es geht zügig, aber lecker. Ja, zügig, aber lecker. So, jetzt haben wir hier alles weg und weiter geht's mit dem Teig. So, hier geht's weiter. Backpapier. Ihr wisst ja, ein Backpapier passt ja auch bei einem Backblech, also kann man den Flammkuchen genauso in der Größe hier ausrollen. Bisschen Mehl drunter machen, dann den Teig rausholen. So, und guckt mal, ja, ihr könnt ja quasi schon fast mit den Händen arbeiten. Ja. So, hier noch ein bisschen Mehl drauf. Ja. Ist ja wie beim Pizzabacken. Ja, das haben wir auch schon mal gemacht. So, und dann Nudelholz. Jede gute Hausfrau hat Nudelholz zu Hause. Einmal wegen den Keksen zu Weihnachten und dann wegen den Ehemann. So, bei uns daheim ist es natürlich wegen den Keksen, nicht wegen den Ehemann. So, einfach ein bisschen Mehl drauf machen, nie, dass es klebt. Sondern schön in die Ecken ausrollen. Ja. Auf der anderen Seite genauso. Ja, aufpassen, ein bisschen Mehl drauf machen. Nicht, dass es dann klebt. So, und das dann schön in die Ecke. So, und dieses Rezept, was ich euch dann aufschreibe, das reicht genau für einen Flammkuchen, für ein Backblech. Ja. Wenn ihr dann mehr machen wollt, dann müsst ihr natürlich dann das Doppelte nehmen. Ja? So, und das ist, guck, das passt genau hier drauf und wird super dünn. Einmal sich ein bisschen Zeit lassen jetzt hier, ja, dass es dann auch so dünn wird und dass es dann auch jede Ecke reinkommt. Ja? So, perfekt. Guckt mal, ja? Das passt doch genau hier drauf. Das tausche ich dann jetzt. So. Und jetzt kann man das hier aufs Backblech drauflegen. Und ihr seht ja, ja, genau hier passt es drauf. Wunderbar. So, jetzt geht es weiter. Jetzt kommt der Schmand. Schmand hier einfach so drauf machen. So, und dann verteilen. Ja. So, mit dem Löffel. Hier in jede Ecke rein. Ihr seht ja auch ein bisschen was vom Montagsmaler ist dabei. Kennt ihr das, die Montagsmaler? Wann war das? Wo war das? Weiß das jemand noch? Einfach reinschreiben. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, dass es gibt. Oder gab früher. Glaube ich, das war der Hans Meiser, oder? Ich weiß es nicht mehr jetzt auf die Schnelle. So, aber jetzt perfekt verteilt. Je nachdem, wie ihr wollt, ein bisschen Pfeffer drauf machen. Aber wir haben ja so ein bisschen groben Pfeffer in dem Lachs, also nicht so viel. Aufpassen, da haben wir Salz gehabt, ein bisschen würzen.
je nach Geschmack. Ja, die einen mögen mehr, die anderen weniger. So, dann haben wir das. So, und jetzt kann man hier, guck mal, hier haben wir unseren Lachs. Einmal wieder mit der Hand rein und einmal hier auf den Teig verteilen. Unser Belag auf den Teig verteilen. Wir wollen ja mal hier grammatisch korrekt bleiben. So. Aber das Gute ist wie beim Kochen. Na, als Pole kann ich sagen, was ich will. Ja, ist alles Fremdsprache für mich. Alles crazy. Ü-Ei. Das ist wunderbar. So, sieht gut aus. Jetzt haben wir das aufgeteilt. So, dann ein paar Zwiebeln noch drauf. Dann ein paar Tomatenscheiben dazwischen. Einfach nach Lust und Laune machen, wie ihr wollt. Ja, vielleicht gibt es noch ein bisschen Spargel übrig irgendwie. Oder grünen Spargel drauf oder einen weißen im Frühling. Im Winter gibt es lecker Kürbis. Da kann man ganz, ganz feinen Kürbis draufschneiden. So dass dann ein paar ganz feine Zucchini. Man kann es auch Gemüse als Gemüse Flammkuchen machen mit ganz fein dünnen geschnittenen Gemüsescheibchen auslegen. Paprika könnte man drauf machen jetzt. So, genau. Und mein Highlight des Ganzen ist, was machen wir drauf? Wir machen noch frischen Parmesan drauf. Ja? Einfach runde reiben, eine Reibe nehmen. Genau. So, hier haben wir. Hier habe ich schon ein bisschen was vorbereitet, dass man nicht so lange reiben muss. So, und jetzt einfach den Parmesan hier oben drauf verteilen. So, und jetzt haben wir vergessen noch die Frühlingszwiebeln. Habe ich nicht vergessen, aber zum Schluss kommen die Frühlingszwiebeln oben drauf. Guck mal her, wie schöne Farben das alles hat hier. Sieht doch lecker aus. So. Und jetzt kommt das Ganze für, je nach Backofen, also bei meinem Backofen braucht er 10 bis 15 Minuten bei 250 Grad vorgeheizt. So, Backofen auf. Flammkuchen rein. Und wir sehen uns nachher. So Leute, 12 Minuten sind vorbei. Jetzt lass uns mal schauen, wie der Flammkuchen ausschaut. So, guck mal her. Aufpassen. Nichts drauf, heißes drauflegen aufs Holz, sonst verbrennt das. Das kann wieder zurück. So, jetzt wunderbar. Flammkuchen, der Teig ist knusprig, Lachs ist durch, das Gemüse ist durch, Sauerrahm drunter oder Schmand. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Guten Appetit, heute mal in 30 Minuten fast, 25 waren es glaube ich, 25, 43, sagt mir die Regie, 0,5, nein, also auf alle Fälle schnell, einfach und lecker. Viel Spaß beim Nachkochen, wenn euch das gefallen hat, einfach mal einen Kommentar da lassen und ich würde mich freuen über jeden, der irgendwas schreibt und einfach weiterempfehlen und viel Spaß beim Nachkochen, guten Appetit und bis zum nächsten Mal.